Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir wieder in Dubai, genauer gesagt im JPA. Und heute geht es gemeinsam ins Rixos Hotel bzw. in den Beach Club, in den Azur Beach Club vom Rixos Hotel. Wir werden euch mitnehmen, ein bisschen was zeigen. Es ist unser Favorite Beach Club hier in Dubai. Also lasst uns keine Zeit verlieren und let's go! Hi guys, we have a reservation. Im Azur Beach Club im Rixos Premium in den Jumeirah Beach Residences in Dubai. Und first of all, bevor wir jetzt unseren Tag hier starten, möchte ich euch den wunderschönen Beach Club ein wenig zeigen. Also es gibt hier sehr, sehr viel Grün. Rechter Hand befinden sich diese Private Cabanas, wo ihr vorhin schon eine gesehen habt, welche wir uns für heute gemietet haben. Und hier geht es dann straight on zum Beach. Hier hat man auch ein kleines Fitnessstudio, das ist allerdings jetzt nicht mehr in Betrieb. Hier hat man dann den Bereich, wo man die Liegen im Sand hat. Wer das möchte, der kann ja direkt hier auch am Meer chillen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einen der bekanntesten Strände hier in Dubai an, und zwar den JPA bzw. den Marina Beach. Wie ihr sehen könnt, es ist richtig viel los. Auch mit super schöner Aussicht auf Blue Waters und das Edris Beach Resort. Jetzt zeige ich euch ein bisschen das Herzstück des Beach Clubs. Das sind die Lounges und die liegen am großen Pool, genau in der Mitte des Beach Clubs. Das ist die Cabana, die wir uns für den heutigen Tag gemietet haben. Mehr Informationen wird euch dann der Mario etwas später noch im Video erzählen. Und direkt nach dem Eingang befindet sich auch die große Poolbar. Das ist auch richtig, richtig cool. Und jetzt starten wir den Tag erstmal mit einem leckeren Kaffee. So, nachdem wir jetzt ein paar Stunden gechillt haben, wird es mal Zeit für ein feines Mittagessen. Wie man hier schon sieht, das Feinste vom Feinen. Und ich würde sagen, wir lassen es uns jetzt mal schmecken und hören uns dann gleich nach dem Essen wieder. Musik.
Wir sind nun schon fast 8 Stunden hier im Azur Beach Club. Der Tag neigt sich dem Ende, so wie auch das Video gleich sich dem Ende neigen wird. Vielleicht noch ganz kurz zu den Kosten hier in dem Beach Club, weil man ja weiß, Dubai ist jetzt nicht das günstigste Pflaster. Aber man muss sagen, es ist auch, wenn man ja, sich mit ein paar Freunden zusammentut, ist es auch leistbar. Wir haben hier für diese riesen Cabana hier mit privaten Pool haben wir heute bezahlt 3.500 Dirham, das sind knapp 875 Euro. Aber man muss sagen, man hat auch 3.500 Dirham an Konsumation frei dabei. Bedeutet, der ganze Tag hier hat uns pro Person knapp 150 Euro gekostet. Und ich denke, das ist dann schon noch ja reasonable, also kann man sich zwischendurch auch mal gönnen. Wir gehen jetzt noch einen Sprung runter zum Beach und ein bisschen den Sonnenuntergang genießen. Und ich würde sagen, kommt mir nach und wir sehen uns also gleich direkt am Strand. Das war's dann auch schon wieder mit unserem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Like und eventuell ein Abo da lässt. Und nicht vergessen, nächste Woche wieder einzuschalten, denn dann sind wir an einem ganz speziellen Ort, und zwar an einem der besten Brunches hier in Dubai. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald.